Der Fußball in Oberösterreich rollt wieder. Die Bundesliga ist beendet. Die zweite Liga geht in die letzten Runden. Jetzt steht der Oberösterreich-Landescup an. 64 Teams kämpfen um den Titel. Die Freude ist natürlich sehr groß. Wir haben alle schon sehnsüchtig darauf gewartet, unsere Vereine natürlich im Speziellen. Und wir sind schon sehr erleichtert, dass es jetzt wieder losgehen kann. Die neue Saison startet aber mit Änderungen, zum Beispiel im Teilnehmerfeld. Grund dafür der Saisonabbruch im Unterhaus wegen des Coronavirus. Wir haben versucht, das Teilnehmerfeld zu ändern. Und zwar deswegen, weil ja viele Vereine um die Früchte ihrer Leistungen gebracht worden sind, da die letzte Saison abgebrochen wurde und keine Meister gekürt wurden. Die Herbstmeister der vergangenen Spielzeit erhalten daher einen Fixplatz im Landescup. Und mit Transdanubia ist auch der Sponsor neu. Egal wo gerade und das Transdanubia tätig ist, geht um Professionalität, geht um Entwicklung. Wir wollten, das ist ein Partner, was über 20 Jahre Fußball ist, nämlich noch länger. Und das ist einfach ein Zeichen der Verband. Ich glaube, dass auch das eine erfolgreiche Zusammenarbeit wird, wo wir sehr froh und glücklich in die Zukunft schauen können. Aus dem Bounty Cup wird nach 7 Jahren Zusammenarbeit also jetzt der Transdanubia Cup. Ich glaube, es war eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, wo wir auch Danke sagen müssen zur Brauerei Baumgartner, die hat wesentlich zur Weiterentwicklung des Cups beigetragen. Weiterentwickeln können sich auch Vereine durch den Cup. Der Sieger erhält nicht nur 10.000 Euro Preisgeld, sondern auch einen Startplatz im ÖFB Cup 2021-2022. Und damit auch die Chance, gegen die ganz großen Vereine Österreichs zu spielen. So auch der SK Bad Wimsbach. 2016 gewannen sie den Landescup und spielten im ÖFB-Cup gegen Austria Salzburg und den damaligen Tabellenersten der Bundesliga Sturm Graz. Der Landescup-Sieg ist also für Vereine nicht nur ein finanzieller Boost. Dadurch, dass man einfach gemerkt hat, man kann in einem Spiel sehr viel erreichen. Und so ein Cup-Spiel ist einfach, das dauert halt 90 Minuten oder 120 Minuten. Und du kannst das trotzdem im Öferschießen dann für dich entscheiden, auch wenn du vielleicht einmal nicht die bessere Mannschaft bist. Trotz all der Freude, dass es weitergeht, die Corona-Zwangspause hat Spuren hinterlassen. Gerade in der Bundesliga waren einige Vereine von Verletzungen geplagt. Für uns geht jetzt einmal Spiel zu Spiel. Jetzt nach langer Pause muss man auch schauen, dass wir in 4 Wochen Mannschaft fit sein. Das ist immer schwierig, weil wir sind auch gesehen, in der Bundesliga ist nach 4 Wochen Vorbereitung trotzdem so viele Verletzte. Bei uns trotzdem Amateurbereich. Ich bin froh, dass es zum Beispiel unsere Spieler gesund bleiben. In Zeiten von Corona ist noch unklar, wie viele Zuschauer zu den Cup-Partien dürfen. Wer die Spiele trotzdem nicht verpassen will, ist versorgt. Wir sind aber wieder der Fernsehpartner. Das heißt, wir werden den Cup von der ersten Runde bis zum Finale begleiten, werden uns natürlich immer die unserer Meinung nach besonders attraktiven Partien heraussuchen, Derbys oder eben Mannschaften, wo man weiß, dass da eine Rivalität gibt. Durch die Auslosung der ersten Cup-Runde ergeben sich automatisch Runde 2 und 3. Und dann geht es im Frühjahr weiter in der ersten Sendung, Frühjahrsausgabe von Oberösterreich Fußball, werden dann Viertel- und Halbfinale wieder ausgelost. Die Matches der ersten Runde des Transdanubia Landescups werden bis spätestens 2. August 2020 gespielt. Berichte zu den Highlight-Partien gibt es auf LT1.